Oderle Bastelzeit, heute wieder mit einem alten Bekannten, also fast. Mal gucken, ob es ein alter Bekannter ist. Und zwar, ja, das Ding hier. Mal wieder so ein Nachbau vom guten alten Son of Basic, also ein Mains, Wi-Fi, Smart Switch, wie auch immer man das nennen will. Im Endeffekt, auf einer Seite kommt Strom rein vom Netz, auf der anderen Seite schließt man eine Last an und theoretisch hat man dann am Schluss etwas, was man per WLAN steuern kann. Die Sache ist, naja, ich brauche eigentlich gerade für etwas, was ich vorhabe, ein Modul, was zwei Relais hat. Also nicht nur eins, wie hier drin ist, sondern zwei. Die Zweier waren mir aber zu teuer und der hier ging halt gerade irgendwie für 3 € über den Tisch. Von daher, sage ich ungern nein. Ne? Das heißt, wir gucken jetzt mal einfach mal nach. Oh, ist ja gerade sogar eine deutsche Import-Dings. Oder ist AEP vielleicht das neue Entsorgungssystem? Müsste ich mal angucken, was es damit auf sich hat. De facto, ich hoffe einfach mal, dass hier wieder ein ESP drin ist. Wenn einer drin ist, hoffe ich, dass wir irgendeinen GPIO finden, der frei ist. Und dann machen wir doch einfach ein zweites Relais außen mit dran. Ob das hier geht, auch noch fraglich, weil das ist ein 5-Volt Relais. Die hier sind selten mit 5 Volt aktiv. Na, mal gucken. Also schauen wir erstmal ins Innere, was wir so bekommen. Und ja, Gehäuse ist auf jeden Fall das Standardding. Schrauben gibt es einzeln. Okay, dann nehmen wir das so zur Kenntnis. Frage, was ist hier drin? Ist es ein ESP oder sind sie auf irgendetwas anderes gewechselt? Denn bei vielen Dingen ist es inzwischen leider Standard geworden, keine ESPs zu verbauen, sondern zum Beispiel Tuya-Modul oder irgendwas. Da ist es dann ein bisschen schwieriger, eigene Firmware drauf zu machen. So, Blick ins Innere. Wir haben einen Fingerabdruck. Also, wenn jemand ein chinesisches Smartphone entsperren möchte, dann kann er das damit tun. Und ja, es ist dummerweise irgendein anderes Modul, was hier drin ist. Schade. Ja, so viel zu dem Thema. Das heißt, ich muss wohl oder übel mal gucken, ob hier trotzdem was machbar ist. Aber es ist nicht das klassische Modul, wie wir das sonst hatten. Na gut, holen wir mal uns irgendwie eine Lupe, versuchen da dran zu gehen, was wir denn da haben. Ja, und ich fürchte, das ist dann eine Niete. Ich habe mal geguckt, das, was hier drauf ist, das ist ein BK7231 von Beken, wenn ich richtig vermute. Glücklicherweise gibt es auch da ein Projekt, das ist OpenBK7231T oder auch OpenBeken IoT. Das ist dann eine Firmware, die hier das Ding halbwegs frei macht. Zumindest mal so Webinterface und MQTT und lokal ohne China Cloud. Klingt jetzt erstmal okay, aber zu meinem Leidwesen habe ich damit halt noch nie gespielt. Das heißt, das wird jetzt dann doch ein bisschen komplizierter. Insbesondere ein bisschen komplizierter, weil dieses OpenBeken IoT mehr oder weniger ein polnisches Projekt ist und mein Polnisch ist jetzt nicht das Beste. Man bemüht sich relativ viel Englisch da reinzugeben auch, also sollte machbar sein, aber im Zweifelsfall muss man ein bisschen Google Translate Magie anwenden. Heißt, wir gucken jetzt mal, hier unten sind ja Pins. Da sehen wir auch schon 3,3 Volt und 5 Volt. 5 Volt ist gut. Ja, hier ist auch ein AMS auf 3,3 Volt. Das heißt, wir werden eine 5 Volt Spannungsversorgung haben. Wahrscheinlich dann, um das Relais hier an- und auszuschalten. Die können wir uns dann auch direkt fürs andere Relais stibitzen. Und ja, mit etwas Glück können wir, ja, DC 5 Volt. Mit etwas Glück können wir dann tatsächlich irgendwie der Custom-Firmware hier so beibringen, dass er unser zweites Relais auch noch ansteuert. Wichtig natürlich dabei, im Hinterkopf zu behalten, wir sehen, hier ist nirgendwo wirklich irgendwas in Richtung Trafo drauf. Das heißt, das wird eine nicht isolierte Stromversorgung sein. Heißt also, egal, wenn hier 5 Volt steht, das sind zwar 5 Volt zwischen den beiden Pins, wo es dran steht, also zwischen unserem Ground hier drauf und unserem 5-Volt-Pin, oder auch 3,3 Volt, aber gegenüber Erde, das heißt also der Umgebung, kann hier durchaus Netzspannung da sein. Das heißt, auch wenn 5 Volt da steht, wenn man dran packt, ist das, als ob man eine Steckdose packt im Zweifelsfall
Und ja, das möchte man natürlich nicht haben. Nun gut, wir wissen also grob, was wir hier machen wollen. Wir wissen grob, dass hier irgendwo 5 Volt ist und 3,3 Volt ist. Jetzt geht es darum, wie flashen wir das Ganze denn? Praktischerweise gibt es vom User ja eine Anleitung in Polnisch. Nun gut, ich versuche mich mal da durchzuarbeiten und dann gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Okay, das wird spaßig. Das ist wohl etwas komplizierter. Also erstmal, wir haben hier unser Modul. Das haben wir ja schon gesehen. Und wenn wir auf die Rückseite so ein bisschen gucken, dann kann man eventuell da erkennen, da sind ein paar Pads. Unter anderem hier TX2 und RX2. TX, RX klingt nach serieller Schnittstelle. Jep, ist das hier auch. Aber bei dem Modul bringt uns die nur mäßig viel, denn die ist nur für Debug-Meldungen. Darüber kann man leider nicht programmieren. Modul im Übrigen, wenn wir vorne drauf gucken, da können wir es hier oben eventuell sehen. Das ist ein CB2S, wenn ich das richtig erkenne. Dazu gibt es dann zum Glück online auch so ein bisschen Pinout. Das heißt, wir wissen jetzt hier auf der Unterseite, was von den Pins was ist. Das heißt, wir können uns RX und TX hier raussuchen. Die Spannungsversorgung, die kann ich mir hier direkt bei dem AMS einkoppeln. Entsprechend einfach 5 Volt anlegen und dann passt das schon. Dann haben wir das Thema schon mal erledigt. Gibt allerdings eventuell noch Probleme, denn zumindest mal bei einigen anderen Modulen von den Typen ist der RX-Pin oder TX-Pin einer von beiden mit dem Button hier verbunden und vor allen Dingen auch mit einem Pull-Up und einem Kondensator dazwischen. Wenn das hier auch der Fall ist, dann müssen wir da wohl leider nochmal anrücken, müssen dann das Trace irgendwie auftrennen oder den Pull-Up-Widerstand entfernen. Und alles nicht so einfach. Na gut, gucken wir erstmal, ob wir Pin-Out-technisch hier etwas erkennen können. Wir haben eine Seite mit 1, 2, 3, 4, 5 und eine Seite mit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, das kommt hin. Dann ist das hier die 1, 2, 3, 4, 5er Seite. Das hier 1, 2, 4, 6. Okay, das kommt hin. Das heißt, wir haben hier in der Mitte, die beiden sind RX und TX. Und hier sehe ich schon, dass es da weggeht, tatsächlich auf den Button. Aber wenn ich richtig sehe, gibt es keinen Pull-Up. Das heißt, solange ich den Knopf nicht drücke, sollte das eigentlich egal sein, hoffe ich. Es sei denn, die hier drüber sind noch angeschlossen. Muss ich gleich mal gucken. Das ist alles schwierig zu erkennen. Und auf der anderen Seite, da haben wir noch einen Pin, der eventuell interessant sein kann, nämlich den CEN-Pin. Das müsste der hier oben sein. Das ist ein Chip-Enable. Wenn wir den auf Ground ziehen, glaube ich, resettet das Ding. Das heißt also, damit können wir ein Reset auslösen. Ja, wir müssen zum Programmieren am Ende resetten. Von daher eine ganz hilfreiche Sache. So, ich suche mir dann mal ein paar Kabel und einen UART-Seriell-Wandler. Also, nicht UART-Seriell, UART auf USB. Im Sinne von TTL-UART, also dieser Standard-Dinger halt. You know what I mean. Und dann können wir da mal gucken. Im Übrigen, wenn wir auf das Ding gucken, wir haben hier RXTX, wie wir schon gelernt haben. Und dann haben wir hier oben PWM-Output. Und ich schätze, dass einer davon mal mindestens am Ende das Relais steuert. Das haben wir hier auf der Seite angeschlossen. Da haben wir einen PWM-0 angeschlossen. Der geht tatsächlich auch hier auf eine LED. Ja, könnte auch sein, dass der PWM0 das ansteuert. De facto, wir haben hier noch 2 Pins und wenn die frei sein sollten, kann ich mir die stibitzen. Dann einfach gucken, was mir gerade hier auffällt. Hier oben ist irgendwas. Achso, okay. Da ist eine Bedruckung. Ich dachte schon, da wäre irgendwas kaputt. Aber das ist einfach nur unter dem ganzen Schmodder hier von den Überresten vom Flussmittel. Schwierig zu erkennen. Auch hier im Übrigen, man hat hier das Trace freigelassen, um Lötzinn drauf zu machen, aber naja, kein Lötzinn drauf gemacht, jedenfalls nicht auf der gesamten Länge. Ja, schwierig. Na gut, wir wissen auf jeden Fall, wo wir dran müssen. 5 Volt links, okay, ich suche mir mal ein paar Kabel und einen Seriellwandler. Okay, und ich habe gerade noch mal zur Sicherheit rüber gemessen und das war eine gute Idee. Ich weiß jetzt schon mal grob, was wo dran ist. Wir haben also den PWM0 hier. Der treibt lediglich die LED an. Dann haben wir PWM 1 und 2, die sind anscheinend nicht belegt.
PWM4 ist auch nicht belegt. Und PWM5, ist das 5? Ich glaube, es ist 5. Ja, man meint, die sind andersrum. PWM5 ist nicht belegt. Und PWM4 geht über die Null-Ohm-Brücke hier und dann hier zum Transistor, der das Relais steuert. Das heißt also, unser PWM4 ist unser Relais. PWM0 ist die LED. Und der RX hatten wir eben ja schon gesehen, der geht zum Schalter. Da ist aber hier dennoch dabei, der C8, dieser kleine Kondensator. Den müssen wir entfernen, denn solange der da drin ist, zerhackelt der hier ein bisschen unsere Kommunikation. Ich schätze, der ist dafür da, hier ein bisschen Debouncing zu machen. Heißt also, dass die Tastendrücke sauber erkannt werden. Mit der neuen Software wohl nicht nötig, da die Software Debouncing in Software drin hat. Dann brauchen wir nicht hier das Ding mit dem Kondensator. Die Hardware Debouncing kann dann einfach weg. Für die Programmierung selber habe ich dann hier das Ding mir organisiert. Das ist irgendein USB-UART-Wandler. Bin mir gerade nicht so 100% sicher, welcher Chip, weil der ist dummerweise hier überhaupt nicht beschriftet. Also wahrscheinlich irgendein wunderschöner, hochqualitativer Klon, aber es wird reichen. Und dann halt so ein paar von diesen Kabeln hier, um das Ganze dann am Schluss anzubinden. Jetzt brauchen wir nur noch einen Lötkolben, ein bisschen Lötzinn, Geduld und Glück, dass dann gleich die Software auch läuft. Wie gesagt, ich habe hier diese Geräte noch nie benutzt. Aber irgendwie wird das Ganze bestimmt funktionieren. Fangen wir erstmal an und testen mal, wie gut sich das löten lässt hier, indem ich hier mal ein bisschen was heiß mache. Ich habe eine Idee, wieso sie das nicht verzinnt haben. Das Ding hier zieht eine Menge weg an Hitze. Und was auch immer sie als Lötzinn benutzt haben, das ist auch nicht unbedingt etwas, was sehr einfach schmilzt. Na gut. Anyhow, den Ground holen wir hier direkt. Da haben wir ja ein Testpad. Wieso also nicht benutzen? 5 Volt können wir hier abgreifen. Den einen Pin können wir direkt hier oben abgreifen. Und den anderen, den müssen wir tatsächlich direkt ans Modul löten. Da führt dann kein Weg dran vorbei. Okay, so. Den C8 haben wir gesagt, den müssen wir entfernen. Sonst gibt das keinen. Also, mal gucken. Ich fürchte, die sind auch noch geklebt. Ja, da haben wir. Jo. So, da ist der Kleine, der kann weg. Und dann ran mit den Drähtchen. Und mir fällt gerade auf, den CEN habe ich noch vergessen. Den müssen wir natürlich auch noch dran machen. Oder sollten zumindest. Das spart uns am Ende da ein bisschen Arbeit. Okay, dran ist schon mal alles. Jetzt muss es nur noch funktionieren. Was hatten wir jetzt hier? Wir hatten, das hier waren die 5 Volt. Das hier war Ground. Haben wir RX und TX, das ist eine gute Frage. RX1 ist der in Richtung, der obere ist TX. Das heißt, das hier ist TX, dann schätze ich, der muss hier bei uns auch RX. Und das hier dann auf TX. Okay, und den hier, den müssen wir gegen Ground ziehen, wenn wir resetten wollen. Gleich mal gucken, wie wir das machen. Ich hätte jetzt besser was mit Stecker dran gemacht, aber wird schon funktionieren. Gut, dann stecken wir mal ein, gucken, was passiert. Das machen wir dann direkt mal hier mit so einem USB-Ding. Da können wir zumindest grob sehen, was er da veranstaltet. Und ich stecke jetzt erstmal nur ein, um zu gucken, ob er angeht. Das heißt also, hier müsste wahrscheinlich die blaue LED angehen, eventuell schaltet das Relais. Und mal gucken, was auf dem Display so steht. Weiß, kann man jetzt nicht gut sehen, aber an, blaue LED geht an, blinkt, benötigt 20 mA. Okay, das klingt alles soweit ganz gut. Ich schätze, der ist jetzt in seinem Einrichtungsmodus. Das heißt, wird jetzt ein WLAN ausstrahlen und entsprechend darauf warten, dass man dann wahrscheinlich mit der Hersteller-App oder was wollen die eigentlich original? Gute Frage.
Register Smart Life App. Power up. Press and hold the button for about 7 seconds until the Wi-Fi green LED blinks fast. Wir haben nur eine blaue LED, also Anleitung stimmt mal wieder vorne und hinten nicht. To AP Mode. Okay, also der macht wahrscheinlich gerade einen Access Point auf. Blinken tut er. Gucken wir doch mal, haben wir hier ein WLAN? Okay, jetzt hat er, hier habe ich jetzt ein Smart Life 7A82, das klingt gut. Also irgendwas scheint da zumindest zu leben. Wie gesagt, wir wollen ja eh unsere eigene Firmware. Zum Flashen, da wird empfohlen, hier dieses Ding zu benutzen, das BK7231 GUI Flash Tool. Das ist in .NET geschrieben. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob ich das möchte, aber es ist halt empfohlen. Wer das nicht machen möchte, in der Anleitung ist auch beschrieben, wie man das mit Python zum Beispiel macht. Da gibt es entsprechend ein UART Program. Klingt für mich nach der sinnvolleren Variante, aber hier steht halt, das wird nicht mehr wirklich supported. Also probieren wir uns mal im GUI Flash Tool. Laden wir uns das hier mal runter. Das ist die ZIP-Datei hier oben. Nicht Source Code, sondern den kompletten. Wenn wir das aufmachen, gibt es da eine Exe-Datei und so weiter. Die müssen wir uns dann packen. Und ja, obwohl das Exe ist, klappt das auch unter Linux. Dazu gehen wir hin und sagen Mono und dann die Exe-Datei. Mono eventuell installieren über das Ding von der Distribution. Und hier haben wir jetzt die Auswahl, welcher Port, welcher Chip-Typ und welche Firmware wir wollen. Das heißt, wir gehen jetzt hier erstmal hin, sagen Download Latest from the Web. Moment, gerade nochmal gucken. Wir haben die T-Variante WB2S. Das war ja das, was hier drauf stand. Lasst nochmal gucken. Nee, CB2S haben wir hier. CB2S ist aber ist N-Variante. Okay, hier Firmware Download Latest from the Web. Yes, please. Download ready, you can now close this dialog. Ja, das wäre schön, wenn ihr auch einen Close-Button irgendwo hingemacht hättet. Mein Window-Manager hat halt gar nichts in der Ecke. So, Strom an. Okay, blinken tut's. Sonst passiert nichts. Dann gehen wir mal in den Flasher und dann sagen wir mal, do backup read only. Das heißt, ich möchte jetzt erstmal ein Backup von der Originalfirmware haben. Nicht, dass ich sie bräuchte, aber zum einen... Sicher ist sicher, wer weiß, ob da nicht irgendwas drinsteht, was man später nochmal nachgucken möchte. Und zum Zweiten, wenn ich lesen kann, dann weiß ich, dass die Verbindung auch in Ordnung ist. Also, klicken wir mal, do read only, open serial failed, ja, logisch. Wir brauchen eine TTY-USB-0. Jetzt aber. Okay, reading. Er hat auf jeden Fall irgendwas wohl gemacht. Ne, reading failed. Failed to read. Das ist schlecht. Gut, YOLOen wir das und machen einfach mal einen Erase All. Everything you configured, MAC address, RF partition. Okay, das wollen wir nicht. Dann machen wir mal no backup, do firmware write. Please reboot. Reboot. Aha, Erasing Sektor geht. Also scheint tatsächlich, dass es einfach nur nicht lesen kann. Das kann natürlich sein, dass da irgendein Schutz drauf ist. Aber mit etwas Glück klappt das jetzt trotzdem hier. Und er schreibt gerade die Sektoren. Okay. Writing Data to Chip Success. Na dann, das klingt so, als ob das eventuell funktioniert. Dann versuchen wir doch einfach mal. Wir resetten einfach das Ding nochmal. Mal gucken, ob er dann bootet. Ich bin mir nicht sicher, ob er da was tut, weil die LED so komisch leuchtet, aber mal gucken, vielleicht haben wir ja ein WLAN. Hier war es gerade, OpenPK7231N. Okay, also WLAN kommt raus. Ich war nur zu ungeduldig. Stecken wir nochmal alles hier ein. Und er hat mir eine 4er IP gegeben und wenn wir auf die 4er IP gehen, das sieht gut aus. Wir haben jetzt hier ein Config-Ding. Gehen wir mal auf Config, Configure Module. Okay, PWM0, was hat er mal gesagt? PWM0 ist unsere LED. Dann haben wir PWM4 ist Relais. Wo ist PWM4? Da. Relais.
Und RX ist der Taster. Welches RX war das? Das war der RX1. Das ist Switch, Button, Button Toggle All. Nee, Button hier. Genau, Button auf 0, LED auf 0. Und das Relais ist auch auf 0. Das heißt, wenn ich jetzt auf Safe gehe, müsste er das mitmachen. Okay, wie komme ich wieder zurück? Return. Return to Menu. Toggle. Und? Okay. Das geht schon mal. Ich kann das Relais ein- und ausschalten. Taster geht auch. Wenn ich drücke, geht auch hier nebenan an. Nur die LED will aktuell noch nicht. Aber gut. Wir wissen auf jeden Fall jetzt schon mal, dass das funktioniert. Und jetzt konnten wir hier MQTT und alles Wi-Fi natürlich konfigurieren. Das klingt gut. So, ich suche mal nach der LED, was die dann noch falsch macht. Und dann gucken wir gleich mal weiter. Okay, Fehler gefunden. Ich habe einfach das falsche Pinout gehabt. Wenn wir hier mal auf der offiziellen Seite von Tuya gucken und runtergehen, dann sehen wir hier, die Mitte ist P8, P7, P6. Das heißt also, P8, nicht P6. Das habe ich dann jetzt hier in der Config auch eingestellt. Wenn wir gucken, nicht mehr PWM0 im Sinne von P6, sondern PWM2 im Sinne von P8 ist jetzt meine LED. Und wenn wir jetzt nochmal schauen und hier einschalten, dann, yay, die Lampe tut auch das, was ich erwartet habe, nämlich an der richtigen Stelle leuchten. Ja, die ganze Bedienung hier nicht ganz so schön, muss ich sagen, nicht ganz so angenehm wie bei Tasmota, aber es funktioniert und das reicht ja in den meisten Fällen. Aber, wie schon gesagt, ich wollte eigentlich noch einen zusätzlichen haben. Das heißt, noch einen weiteren Kanal. Und wir haben ja noch einen frei hier. Das heißt, ich mache jetzt hier einfach mal den auf Relais 1, den P7. Wenn wir das speichern und auf die Config zurückgehen, müssten wir jetzt zwei Relais-Button haben. Okay, Toggle 1, passiert nichts. Das ist auch so erstmal in Ordnung, weil wir haben ja noch nichts dran. Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Aktuell ist das ja alles noch relativ gefahrlos möglich, weil wir hier keine Netzspannung dran haben. Das heißt, wir gucken jetzt einfach mal von Ground. Jetzt gucken wir mal, was kriegen wir auf der 3,3 Volt? Kriegen wir da 3,3 Volt? Jep, kriegen wir also, unser Ding ist da. Ups, bin auf den Taster gekommen. Das heißt, hier müssten wir jetzt aktuell 0 Volt haben. Okay, wenn ich drücke, jetzt 3,3 Volt. Check. Der daneben, was sagt der aktuell? Der sagt aktuell 17 Millivolt. Jetzt versuche ich mal hier irgendwie zwei Messspitzen zu halten und gleichzeitig Toggle zu drücken. Toggle. Nix. Wäre ja auch zu einfach. Moment mal. Ich glaube, ich habe die Verbindung verloren. Kann das sein, dass mein Ground einfach abhanden gekommen ist während meinem Test hier? Probieren wir das nochmal. So, Toggle 1 vorbereiten. Pin anhalten und Toggle. Ah, okay. Mein Ground war einfach nur weg. Das heißt, wir können jetzt hier zwischen 3,3 Volt und 0 Volt umschalten. Soweit, so gut. Müssen wir nur noch das Relais dran machen. Ich erinnere mich da an ein Dunkel dran, dass das ein Problem gibt. Denn ich glaube, das Relais macht automatisch einen Pull-up, oder? Also, wo ist der Lötzinn? Okay, jetzt haben wir hier noch einen Abgriff für 5 Volt und Ground. Die mache ich jetzt mal hier auf unser Relais drauf. Vorzugsweise mit der richtigen Polarität. Das wäre hier VCC, hier Ground. Okay. Einstecken könnte helfen. Zack. Immer noch nichts. Na doch, jetzt, da kommt was. Okay, rote LED ist an. Das heißt, unsere 5 Volt kommen hier schon mal an. Jetzt. Well, good news und bad news. Ich habe jetzt hier mal ein Messgerät angeschlossen und wenn ich hier dran gehe, wir haben jetzt ja unsere 5 Volt, die wir hier gesehen haben, oder 4, irgendwas. Wenn ich hier drauf gehe, dann geht das runter auf die 3,3 Volt und der Strom, der fließt, das sind irgendwie 0,5 Milliampere. Das wäre zu vernachlässigen, vor allen Dingen, da die Spannung halt auch sinkt. Aber grüne Lampe.
Ja, ich weiß nicht, welcher Profi-Designer das hier gebaut hat, aber die schalten tatsächlich mit einem PNP-Transistor die positive Seite vom Relais. Why? Das macht keinen Sinn. Das heißt nämlich dummerweise im Umkehrschluss, naja, wenn das ein PNP-Transistor ist oder ein PNP-MOSFET, dann müssen wir hier auf diesem Ding zum Einschalten des Relais eine Spannung von weniger haben als VCC, zum Ausschalten aber etwa VCC. Und VCC ist ja 5 Volt. Das heißt, wenn wir hier 3,3 Volt anliegen haben, ja, 3,3 Volt ist kleiner als 5 Volt, also an. Das heißt, ich habe jetzt die wunderschöne Auswahl zwischen Relais an und Relais an. Ja, es ist natürlich sehr unschön. Schöner wäre es gewesen, das Ganze auf der negativen Seite zu schalten. Also schauen wir mal, ob wir das irgendwie umgebaut bekommen. Nee. Okay, Kategorie What could possibly go wrong? Ich habe das Ganze jetzt mit einem N-Channel-FET ausgestattet, in der Hoffnung, dass das dann besser funktioniert. Suche ich mal gerade hier meine 3,3 Volt. Das wären diese hier. Was passiert, wenn ich 3,3 Volt jetzt... Ah ja. Okay, also mein Finger macht 50 Hertz Brumm. Das wollen wir natürlich nicht. Er scheint auszubleiben bei 3,3 Volt oder an. Jetzt schalte ich mal hier aus. Okay, technically, er schaltet was. Das heißt, wenn der Pull Push macht, dann sollte das eigentlich funktionieren. Und ich spekuliere jetzt einfach mal darauf, dass er das tut. Ansonsten wäre das unschön, dann müsste ich tatsächlich noch hingehen und gerade einen Widerstand dazu machen. Einfach ein Pull-Down, dann würde das Thema sich auch erledigen. Aber ich gehe davon aus, dass die GPIOs da beide Richtungen können. Also löte mir den Kram direkt hier dran. So, schauen wir doch mal. Kriegen wir das hin? Alles aus, jo, dann Strom an, also USB-Strom, okay, und jetzt müssen wir das einfach mal akustisch machen, denn die LEDs und so habe ich halt nicht angeklemmt, aber ich denke, man kann das Klicken gleich hören, gerade hier den Krach noch nebenbei aus, dann geht das besser, kurzer Check, so, Relais 1 ist das Onboard, schaltet an und Relais 2, yes. Ich denke, man kann es hören. Beide Relais sind jetzt einsatzfähig. Ja, wie gesagt, das Ganze hier leicht gefährlich, weil ja, hier drin keine Isolation und so. Aber naja, da muss man sich dann selber im Klaren drüber sein. Ich wollte einfach nur probieren, ob das jetzt hiermit auch geht. Und ja, wenn wir das jetzt hier ins Gehäuse setzen, dann haben wir halt die Kabel da rausgucken, die im Zweifelsfall 230 Volt sind. Da sollte man... Oh, und habe gerade meinen Transistor abgerissen. Nee. Ja gut, den sollte man vielleicht dann festmachen. Was ich sagen wollte, wenn man so etwas macht, dann muss man natürlich gucken, dass man ein größeres Gehäuse dafür irgendwie baut, druckt, was auch immer. Um einfach die Gefahr zu senken, dass da jemand irgendwo dran packt, wo er nicht dran packen sollte. Aber prinzipiell sehen wir so, dass wir hier die, auch wenn das jetzt eine nicht ganz erwartete Variante war, mit diesem BK-Chip hier, kann man trotzdem über Open-Source-Firmware, die es dann gibt, da Funktionen nachrüsten. Hier in dem Fall einfach einen zusätzlichen GPIO, um das zweite Relais anzusteuern. Aber genauso könnte man natürlich auch zum Beispiel I2C oder sowas machen und dann einen Temperatursensor anbinden oder irgendetwas, was man halt da noch braucht. Und so dann halt mehrere Funktionen in einem Gerät vereinen. Das heißt natürlich auch nur ein Netzteil, eine Stromversorgung. Das ist in den meisten Fällen dann auch durchaus effizienter. Nur gut, mein Versuch hier hat auf jeden Fall funktioniert. Und auch wenn das hier weit entfernt von zuverlässig und sicher ist, tut es jedenfalls fürs Erste, was es soll.